Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake. Letzte Folge haben wir den Sutler, Lord Sutler, mal persönlich getroffen. Hat uns auch gleich wieder Ashley abgenommen. Jo, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, allzu lang geht es nicht mehr. Auf jeden Fall werden wir noch Krauser treffen, weil der Kampf zwischen uns ist noch nicht vorbei. Das war ja quasi nur eine Aufwärmrunde. Schon wieder irgendwelche Freaks hier in der Nähe. Ah. Geht doch. Die muss ich nach oben oder nach unten? Ich habe keine Ahnung. Ih, Bein weggeschossen. Ach schön. Oh, es ging ja noch. Karte. Sollte ich vielleicht erstmal nach oben? Schau mal. Ja. Irgendwas höre ich hier schon wieder. Komme ich nicht an. Die Hälfte haben wir. Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gange. Um Eindringlinge abzuwehren, wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans sollte es reichen. In jedem Fall bringen sie uns unserem Ziel von der Weltherrschaft ein ganzes Stück näher. Niemand wird unsere Macht etwas entgegenzusetzen haben. Jack Krauser. Was schafft sowieso nur der Pinky und der Brain? So, können wir wieder? Wir können. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ja, ist Tatsache die Munition. Für die Lumme. Irgendwas kommt doch gleich wieder, wenn ich so viel Munition hier kriege. Oder einigermaßen viel Munition. Lauter Doctex. Akte zum Fall. Operation Javier. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regenerierung. Oh Gott. 1, 2, 3. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesem Namen gehört. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Der Grund, sie war unmenschlich. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika entsandt wurde, um dort ein Gebiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten und nur besonders befähigte Soldaten wurden dafür ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Misserfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besonders befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurde bis auf den befehlshabenden Offizier Major Krauser mit Sicherheit die gesamte Einheit ausgelöscht und nicht nur die Kartelle, sondern die USA. Nicht durch die Kartelle, sondern durch die USA. Es wäre sicher kein Problem gewesen, eine einzelne gestrandete Einheit zu bergen. Ein einziger Helikopter hätte ausgereicht. Aber aus irgendeinem Grund reagierte das Militär nicht. Gerüchten zufolge war diese Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben. Aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Einer Sache bin ich mir allerdings sicher. Die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Menschen, die ihr Leben ihrem Land verschrieben hatten. Ich will diese Verbrechen ans Licht bringen. Nicht, weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote 1. Bei Obrigen handelt es sich um einen amerikanischen Journalisten namens verfasst Manuskript bezüglich Operation Javier. Fußnote 2. Dieser Artikel wird nie veröffentlicht werden. Um den Journalisten wurde sich bereits gekümmert. Ist das krass? Ist das krass? Das sind doch wir. Ich warte. Ja. Gleich geht's los. Krauser. Wir haben ein Heilspray. Ah ja, und wir haben noch unser Maximalspray. Du bist weit gekommen, Rookie. Ich habe in der Nähe ein Schlachtfeld vorbereitet, nur für uns Soldaten. Hunderte Jahre lang haben unzählige Generationen es mit ihrem Blut getränkt. Es ist der perfekte Ort, um zu beenden, was vor 2 Jahren war. Gut, hab ich ja Bock drauf. Ashley Grahams Entführung. Phase 1. Abfahrt mit der Zielperson von Campus. Zielperson wie gewohnt bis zum Beginn von Phase 2 eskortieren. Im Fahrzeug sollten neben Baker 3 weitere Personen sitzen. Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Phase 2. Problem mit dem Motor. Vortäuschen und das Fahrzeug stoppen. Zielperson zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielperson betäuben und fesseln. Zielperson in einem Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk lahm. Phase 5. Treffen bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff.
Na toll. Was ist das für ein Sheet? Nach oben geschossen. So. Heilung habe ich zwei volle. Und ich kann noch ein mittleres machen. Okay. Geht nicht. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Goldplättchen, Rohkristall. Ich kaufe. Besten Dank. So. Ich will ungefähr diese 80.000 behalten. Eine falls gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes. Weiterhin viel Glück, Fremder. Falls wir wirklich mal den Raketenwerfer brauchen. Stirb mir da draußen. Der quatscht nicht, mir zu viel. Was ist denn mit dem los? Aber noch haben wir keinen Platz für den. Ich denke mal jetzt zum wirklichen Finalfight, dass wir uns den holen. Oh, Nummer 70. Speicherung Nummer 70. Also ich gehe auf Nummer sicher, ja? So, Krausers Endkampf. Der wird bitter. Der wird echt bitter. Das ist ein Deckungsspiel. Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Hm, sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten ihre Männer das gewollt? Rache? Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Schwing die Hupe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Nicht ewig verstecken! Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Du bist langsam und ein gottverdammter Schwächling! Viel zu langsam! Dafür aber niemals dem Feind das Tempo zu überlassen. Was ist das hier? Kommt er?
Okay. Okay. Muss ich jetzt vor ihm weglaufen? Oh, what? Schwing die Hufe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Bleib dein Instinkt! Du bist langsam und ein verdammter Schwächling! Scheiße! So ein Rumgezappel hab ich dir bestimmt nicht beigebracht! Dafür aber niemals dem Feind das Tempo zu überlassen. Ey, Junge, Junge, Junge. Dann greif ich eben zuerst an! Mach es mir nicht so leicht! Okay, komm. Du kannst nirgendwo hin! Oh, genau, ey. Junge! Bist dumm oder so? Muss von der Treppe weg. Jetzt hör ab hier, ich muss den, die Kurbel drehen da, das Ding da, du weißt schon. Ja. Feigling. Verpiss er sich, ja? Komm besser in die Gänge. Wer weiß, wie es der Kleinen geht? Hier wurde gespeichert. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Dieser Ort ist eine einzige Falle. Hier habe ich keine Chance. Schlampig! Ah! Kann ich hier entschärfen? Bereit zu sterben, Rookie? Boah, du bist ein Held, ey. Oh.
Darauf kann ich doch nicht schießen. Warte mal. Komme ich denn da runter? Wie komme ich da rüber, meine ich? Ah, doch, geht. Ich sehe diese Fallen nicht. Sorry, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Mit Guerillataktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. Na. Ach du Scheiße. Geht doch nichts über dir. Noch am Leben, hä? Pures Glück. Ist das eine Schreibmaschine? Nächster Checkpoint. Nee, rotes Kraut. Yes! So, wir sind wieder im Spiel. Das ein Hinterlader. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Der Tod der Feiglinge genau wie die Leichtsinnigen. Welcher bist du? Keine Ahnung. Ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. Der ganze Aufwand nur für mich? War doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes, Pretty Boy. Wo ist der denn? Gefallen dir diese Pfeile?
Habe ich das andere Scope noch drauf? Oder habe ich das noch? Das habe ich jetzt auf dem... Genau. Eingesammelt, ein grünes Kraut, ne? Du hast mit Bravour bestanden! Hier ist deine Medaille! Du alte Kackbratze. Oh yes. Checkpoint. Jetzt gilt es, Soldat! Alter, bist du fertig? Du verlierst die Nerven. Du machst Fehler. Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Sicher, dass Sie keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden! Ich glaube, wir haben Maximum erreicht. Sind der beste Weg, die Alten zu vergessen. Ich muss vom Laser weg. Du besiegst mich nicht! Scheiße. Du bist verweichlicht! Schlampig! Du Penner, Alter! Das war für dich! Beschämend! Du schießt auch auf mich, du Hund! Ach, er darf da nicht rein? Er geht da nicht rein? Ist ja ein Ding. Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät! Wir beide sind zwei Seiten derselben Medaille. Unser Blick auf die Dinge wird immer verschieden sein. Der ganze Weg hierher. Und du hast nichts dazugelernt. Ich muss sagen, du enttäuscht mich. Von Ihnen nehme ich das als Kompliment. Oh Mist. Du und ich haben verschiedene Wege gewählt. Jetzt müssen wir es nur noch auf die gute alte Art beenden. Sie nehmen die Worte aus dem Mund. Lassen Sie uns das beenden, Krauser. Schnauze, willst du nicht, dass ich bei deinem Tod aufstehe? Da guck mal, ich kann da rein, ja, aber er nicht. Das ist ja wieder so geil, ey. Mann, was willst du von mir? Scheiße. Ich hab wieder nichts an Heilung, nichts.
mittelmäßig, wenn's hochkommt. Wie wirst du dem ausweichen? Sind wir fertig, Krauser? Wie oft hab ich dir gesagt? Och nee, komm. Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Zeit für deine Abschlussprüfung. Das ist die Macht! Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Toll, er hat gespeichert und ich habe kein bisschen Heilung. Ernsthaft? Also beschissener kann man doch keinen Checkpoint setzen. Genau das habe ich befürchtet. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.